Lami geschnappt und mit ihm zusammen werden wir um die Wette malen. Also Lami, bist du bereit zu verlieren? Sui? Ja, auf jeden Fall krasse Antwort, Lami. Aber bist du jetzt bereit zu verlieren? Oh nein, Emily. Ich werde heute sowas von gewinnen. Ja, werden wir sehen, Freunde. Denn natürlich ist unsere Community am Start. Das heißt, es wird super schwer. Genau, Freunde. Gegen unsere Community verlieren wir hier auch oft. Denn wie ihr wisst, seid ihr einfach zu krass. Denn Leute, ihr wisst ja, ihr könnt super gut malen. Sogar besser als Emily und ich. Ja, genau. Besser als Lami. Aber jetzt können wir beginnen, Freunde. Viel Spaß beim Zusehen. Ui. Und somit beginnt die erste Runde. Und es ist Emily als Junge. Oh mein Gott. Also hier kann man auf jeden Fall einiges malen. Aber am besten Emily als Junge. Warte mal. Ich soll jetzt einfach dich als Junge malen, oder was? Ja, also du sollst einfach so malen, wie du denkst, wie ich als Junge aussehen würde. Okay. Nichts leichter als das, Emily. Oder sollst du etwa sagen Emoli? Hä? Warum Emoli? Woher Emil haben sie? Leute, das wird jetzt nicht schön. Denn ich glaube, ich werde so aussehen wie Lamsi. Hä? Warum wird das doch nicht schön, Mann? Ach so, also, ja, weil ich die Haare male. Und du weißt doch, Haare malen ist echt nicht meine Stärke. Du meinst wohl, malen generell ist nicht so deine Stärke. Du kannst nicht malen. Oha, Lamsi! Was soll das denn jetzt heißen? Also, ich finde schon, dass wenn ich will, kann ich gut malen. Weißt du, ich kann gerade nicht malen. Du siehst gerade bei mir aus wie ein kleiner Backfisch. Lamsi, wie kann das passieren, dass ich ein Backfisch werde. Also du sollst nur mich mit kurzen Haaren und so halt als Junge malen. Ja, okay, aber sag mal, was willst du eigentlich für kurze Haare, hä? Oder willst du eine Glatze haben? Also ich meine, das ist wirklich dir überlassen, Lamsi. Lass deiner Kreativität freien Lauf. Alles klar, Emoli. Also würdest du sagen, wenn ich ein Junge wäre, würde ich nur Emoli heißen? Du würdest Emoli, der kleine Backfisch, heißen. Hä, Lamsi, was hast du mit deinem Fisch, ey? Ich finde, wenn ich ein Junge wäre, dann würde ich Jonas oder so heißen. Jonas also? Nee, ich würde sagen, du heißt Emoli, der kleine Backfisch. Hey Leute, Lamsi ist auf jeden Fall heute wieder sehr, sehr kreativ. Die Zeit ist vorbei. Hallo? Hey Leute. Also das ist auf jeden Fall nicht meins, ja? Ich würde sagen 3 Sterne. Also ich würde sagen 5 Sterne und so. Warte mal, war das deins oder was? Nee, keine Ahnung, das werden wir sehen. Aber was ist denn hier los, Leute? Wow. Hat sich jemand gedacht? Ja, Emily ist kein Junge. Okay. Ja. Coole Haare hast du da, Emily. Ja, 3 Sterne, aber mir fehlt halt ein bisschen die Farbe. Hab ich doch gesagt, Leute. Ich werde aussehen wie Lamsi. Und ich finde das eigentlich ziemlich gut, oder? Aber ich sehe aus wie du. Das sieht wirklich voll cool aus, weil das halt wirklich aussieht wie Lami. Ja, okay. Die waren halt auch nicht kreativ mit den Namen, Leute. Ich heiße immer noch Emily als Junge. 3 Sterne. Das sieht eigentlich voll cool aus. 5 Sterne von mir. Oha, wie hatte keine Zeit? Was soll das denn heißen? Und warum habe ich so eine Nudelpackung auf dem Kopf? 1 Stern. Das ist ja wohl richtig cool, Emily, du kleiner Backfisch. Lamsi, ist das dein Ernst? Warum habe ich so 3 Haare auf dem Kopf? Keine Ahnung, du hast Haarglatzfall oder so. Aha, guck dir das mal an, Lamsi. Das nenne ich mal 5 Sterne. Ich sehe nichts. Ich habe meine Augen zu, sorry. Sorry. Und die Gewinner sind... Was? Warum ist meine Zeichnung nicht da oben, Ja, vielleicht war ich ein Fisch in deiner Zeichnung. Leute, und ich bin sogar vor Lami. Also alles tippitoppi. Wie kannst du 2 Punkte mehr haben als ich, Mann? Nee. Hier wurde falsch abgestimmt in der Runde. Ich war definitiv der Sieger. Aber naja, kommen wir jetzt einfach mal zum nächsten Thema. So, hallo, nächste Runde. So, und dieses Thema lässt auf jeden Fall viel Platz für Kreativität. Und ich habe nur noch 2 Minuten. Hilfe. Hilfe? Ja, okay. Ich kaufe dir ein paar 30 Sekunden, okay? Jetzt wirklich? Einfach so? Ja, du brauchst mich viel zu lange, Mann. Oha, danke schön, Lamsi. Ja, aber das ist auch echt ein schweres Thema, oder? Wie läuft's so bei dir? Ja, ich male hier gerade Banani, aber ich weiß nicht, wie ich das in echt zeichnen soll, Mann. Ja, also, Banani soll ja
halt keine Banane sein, ne? Also wie er halt so in echt ist. Hä? Wie, der soll keine Banane sein? Was soll denn sonst sein? Ein Apfel oder was? Ja, okay, dann hast du das Thema auf jeden Fall nicht so verstanden wie ich. Denn ich meine, wie Banani halt so als Mensch aussieht. Also so in echt, Lams. Warum steht da nicht Banani als Mensch? Ja, weil der Satz leider viel zu lang war. Sorry, ich musste das hier nehmen. Was soll ich sagen, Lams? Jetzt mal einfach Banani, so als Mensch. Ja, okay. Kein Problem. So, Freunde, aber diesmal will ich Ihnen keine Pommeshaare machen. Aber wie würden Bananis Haare aussehen? Ich habe eine Idee. Er hat so eine Figur, Leute. Versteht ihr? So eine Jimmy Neutron-Frisur halt in blond. Oh, mein Banani als Mensch sieht super cool aus. Mal vertrau mir. Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Aber denkt dran, wir spielen hier mit unserer Community. Und die sind echt stark, Freunde. Und ich weiß nicht, was ich hier mache, Leute. Ich habe viel zu lange nicht mehr gemalt. Sieht das gut aus? Nee, oder? Ich schnell weg damit. So, eigentlich wollte ich Banani weiße Schuhe machen. Aber weil der Hintergrund weiß ist, ja, werden die jetzt schwarz. Oh, und wir haben nur noch 20 Sekunden Zeit. Hä? Wie, mein Banani hat nicht meinen Mund. Okay, das muss ich ändern. Also, ich glaube, mein Banani als Mensch ist ziemlich sui geworden. Ja, ich hoffe, meiner ist auch mega, mega sui. Ey, Leute, der sieht aus wie so ein Zwerg. Aber naja, wollen wir mal schauen, was die anderen Künstler hier... Oh, okay, Banani sieht irgendwie interessant aus. Banani sieht aus wie ein Eis am Stiel. Ja, das habe ich mir auch gedacht und der ist nicht fertig. Oh, ich habe vergessen zu bewerten. Was geht hier ab? Warte mal, da liegt eine Banane auf dem Tisch und die wird zerschnitten. Hey, die arme Banane. Leute, ich glaube, jemand hatte richtig Hunger auf Banani. Aber wow, wer hat das denn hier krasses gemalt? Warte mal, das sieht aus wie Lami im Banani-Merch. Vier Sterne. Nee, also Lami hat Pommeshaare. Banani hat Banani-Haare. Hä, wie krass ist das denn? Oha, das ist echt süß. Das sieht aus aber irgendwie wie eine Tiger-Banane. Banani als Tiger? War doch das Thema, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Hä? Warte mal, die hat einfach eine komplette Banane gemalt. Und das sieht so aus, als hätte Banani einfach so richtig cooles Haar. Vier Sterne. Wow. Hast du das gemalt? Nee, aber Banani, der sieht richtig fresh aus. Fresh am Tanzen. Ja, ist okay. Jetzt muss aber langsam an Deins kommen. Was? Hä, aber warum steht da Lami drauf? Der trägt den Lami-Merch natürlich. Ach so, okay. Aber der hat sein Herz über den Kopf. Ist schon sehr süß. Okay, das wäre also Banani in echt. Aber das hast nicht du gemalt, oder? Nein, das habe ich nicht gemalt. Und was? Hä? Ich dachte wirklich, ich habe gewonnen. Hä, aber was war dann bitte von dir? Keine Ahnung, auf jeden Fall nicht. Banani, der Tiger. Oh mein Gott, ist das dein Ernst, Lami? Oh mein Gott, aber du bist vor mir. Ja, deswegen rede nicht. Toll. Und das nächste Thema ist Trommelwirbel. Lami als Girl? Also das Thema gefällt mir sehr, sehr gut. Und dir? Nee. Wie nee? Willst du einfach kein Mädchen sein, du Mädchen? Nee, dafür habe ich dich, du Mädchen. Freunde, aber diesmal konzentriere ich mich so hauptsächlich auf den Kopf. Das heißt, Lami wird so richtig süß geschminkt. So mit Eyeliner und Wimpern. Ich hoffe, du freust dich, Lamsi. Ja, total, Emily. Merkst du nicht, wie sehr ich mich freue? Also ich höre schon da so ein bisschen raus, dass du schon immer mal ein Mädchen sein wolltest. Ja, total. Oh, Lami, du wirst so eine süße Prinzessin. Sag mal, Emily, stimmt es eigentlich, dass die Mädchentoiletten immer auf der Schule super doll stinken? Also das ist jetzt schon frech, Lamsi. Also auf den Jungstoiletten stinkt es nicht so doll wie bei euch. Deswegen will ich kein Mädchen sein. Also ich glaube, das war jetzt mal nicht ernst gemeint. Also Freunde, das war natürlich nur gelogen von Lams. Bei den Mädchen stinkt es immer nach Parfüm und Rosen und so. Nach Stinkehosen? Also Lamsi, jetzt reicht's mal. Du musst dich, glaube ich, mal konzentrieren aufs Malen, oder? Ich konzentriere mich. Ich konzentriere du dich mal. Ja, ich mach dir auf jeden Fall jetzt schöne Schminke drauf. Lamsi, Schminki, Schminki. Also Leute, ich finde, Lami sieht total süß aus. Und ihr? Hallo, ich brauche keine Schminke. Ich bin
eine Naturschönheit, ja? Nee, also bei mir nicht. Bei mir brauchst du Schminki, Schminki, Labsi und zwar richtig viel. So, ausnahmsweise bekommst du noch eine Nasi, dann noch Augenbrauen. Aber Leute, wir haben keine Zeit mehr. Und warum haben deine Augenbrauen so eine Kackerfarbe? Nee, das geht nicht, Labs. Ja, das geht wirklich nicht. Ich brauche noch mehr Zeit. Ich muss mir Zeit kaufen. Wie, jetzt wirklich? Nein. Ja, danke schön. Also, ich finde das, um ehrlich zu sein, super. Also, dann kann ich dich noch mehr schminken. Nein. Aber dieser Eyeliner, Leute, der muss weg. Und auch sein Oberteil muss natürlich Lamia stehen. Wow. Hey, das wollte ich gerade machen. Ja, du bist auch ein kleiner Nachmacher, das weiß ich. Oh, ich habe nicht mein Gesicht. Ey, ich brauche Zeit. Ich muss mir mehr Zeit kaufen. Ja, du kannst ruhig Zeit kaufen, weil ich kann da noch mehr malen. Okay, wir haben noch mal eine Minute mehr Zeit. So, Freunde, denn ich habe mich dazu entschieden, der Lami trägt natürlich Schmuck. Ja, so eine schöne Perlenkette für Lamia. Und dann mag Lami noch ein Nasen. Ring. Wow, Freunde! Lami, du siehst wirklich aus wie eine Prinzessin. Naja, bei mir sehe ich jetzt nicht so schön aus. Ich brauche noch mehr Zeit, Mann. Also jetzt reicht langsam mal. Du kriegst jetzt noch hier so eine Haarspange. Hey, wie wieder 30 Sekunden? Dein Ernst? Hä? Das war ich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dir malen soll. Vielleicht eine Handtasche. Nee, das sieht man ja eh nicht. Ich mal dir einfach deinen kleinen Blush hier hin, Lams. Weißt du überhaupt, was Blush ist? Natürlich. Ich bin ja auch Lamia. Und was ist Blush, Lamsi? Das eine fürs Gesicht, so für rot machen. Ja, also im Prinzip stimmt's schon. Oh, Leute, die Zeit ist vorbei. Ja, und meistens ist mega schlecht geworden, aber... Wow, aber das sieht aus wie deins, muss ich ehrlich sagen. Das ist doch meins. 5 Sterne. Ja, 4 Sterne, aber es ist echt süß. Oha. Oh mein Gott, Leute, das sind 5 Sterne. Aber warte mal, habe ich Banani Haarklammern? Hä, wie cool ist das denn? Das ist ja mal mega süß, Leute. Hier ist meins, Lamsi. Wie findest du dich? 1 Stern, Emily. Wie, nur 1 Stern? Das sind mindestens 10. Ich sehe dich aus wie ein Mädchen. Ich sehe aus wie eine Kartoffel. Hä? Und warum sieht das aus wie ich, Leute? Seht ihr? Zwillinge. 4 Sterne. Guck, schau mal, das sieht super schön aus. Oh, also willst du sagen, meins sah nicht schön aus? Nee. Oh, Lami, du bist ein UFO-Girl. Ja, UFO. Aber in den 5 Minuten hätte man auch mal den Hals ausmalen können. Hä? Warte mal. Wie Lami als Junge und ich als Girl. Ja, also Freunde, das ist, glaube ich, am Thema vorbei. 2 Sterne. Außer du hast vielleicht kurze Haare. Mädchen, wow. Ich sehe nicht aus wie ein Mädchen, sondern wie eine Oma. Lami, das ist jetzt aber frech, ja? Wenn, dann wäre das echt eine schöne Gott, was ist das denn? Das sieht irgendwie voll gruselig aus, Lamsi. Irgendwie starrt mir dieses Mädchen voll in die Seele, Emily. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Aber kommen wir zu den... Was? Leute! Wir waren in 3 Runden nicht einmal unter den Top 3. Was ist hier los, Mann? Ja, okay, Platz 1 verdient. Aber ich fand schon, meins ist Platz 2. Ey, Leute, Platz 7 einfach. Hey, ich bin so gespannt auf die letzte Runde. Warte mal, das Thema ist Antrag. Ja, also, wir müssen jetzt meinen, wie haben Sie einen Antrag an Emily gemacht? Das beste Thema. Sag mal, wer hat sich das Thema ausgesucht? Du denkst bestimmt ich, weil das ist halt mein Video und so, mein Privatserver. Aber das war ich nicht. Das war ich nicht. Aber sag mal, Emily, wie stellst du dir eigentlich diesen Antrag vor, hä? Also, ich würde gerne, dass du mich so fragst, so romantisch und so. Am Dönerladen? Nee, also vielleicht eher sowas am Strand. Ich meine, wir leben ja auf Madeira. Du hast da schon einige Möglichkeiten, Lamsi. Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht gehört, sorry. Ja, du machst das schon irgendwann, Lami. Ich glaube an dich. Und jetzt kannst du ja schon mal malen, wie du es machst. Ist ja gut, Emoli. So, Freunde, bis jetzt sieht's auf jeden Fall noch ein bisschen komisch aus. Aber ihr werdet schon verstehen, am Ende macht das schon irgendwie Sinn. Und das ist wirklich eine schwierige Aufgabe. Also, Lamsi, wenn du Zeit kaufst, ich hab da nichts gegen. Nö, ich kauf diesmal keine Zeit. Denn ich hab keine Zeit dafür. Na, wir brauchen aber eigentlich viel Zeit, Lamsi. Kannst du vielleicht welche kaufen? Ich höre dich nicht, sorry. Ich sehe auch gar nichts. Lamsi, wir haben nur noch 1 Minute Zeit und ich hab noch kaum was gemalt. Bitte. Nö, ich bin gleich fertig. Oh, Freunde, jetzt kommen wir zum Wichtigsten.
Hier ist Lamis Arm, Leute. Versteht ihr? Da kommt gleich was hin. So, aber erstmal meinen wir seinen kleinen süßen Körper. Denn wie ihr wisst, klein Lami muss natürlich knien. Warte mal, was? Bei meinem Bild halten wir nur Händchen. Lasi, das Thema ist Heiratsantrag. Ja, was für Händchen halten? Ich höre dich nicht, Emily. Kannst du dich nochmal wiederholen? Ich habe keine Zeit. Ich muss das Beste hier machen. Ein Heiratsantrag von Lami an mich. Oh, Freunde, was ein Traum ist das bitte. Und ich weiß, ihr wollt das alle auch, ja? Wer? Na, unsere Zuschauer, die schreiben das schon alle. Wann macht Lami Heiratsantrag? Lami, wann heiratest du Emily? Wie? Da schreiben die Zuschauer wirklich rein? Ja, also in meine Videos, in meine Livestreams, halt einfach überall. Noch nie gesehen. Du lügst, Emily. Nee, ich lüge nicht, aber kannst du doch noch was Zeit kaufen, bitte? Hey, schon wieder? Nö, Emily, ich bin schon fertig. Bitte, Lamsi, ich brauche echt noch Zeit. Eben hast du auch ganz viel Zeit gekauft. Ja, okay, ausnahmsweise hier. Aber nur in 30 Sekunden, okay? Okay, okay, schnell, Lamsi. Oh, ich hatte echt ein bisschen Panik vor dir. Ich fällt gerade auf. Ich habe ja gar kein T-Shirt bei mir an. Ich trage einfach nur eine Hose als T-Shirt. Wow, Lamsi. Wow. Dann hast du noch mal Glück, dass du Zeit gekauft hast. So, du bekommst noch eine pinke Schleife, Emuli. So, Freunde, das ist jetzt nicht so schön, weil wir hatten jetzt nicht so viel Zeit. Beziehungsweise, das war so aufwendig hier alles. Ich brauche noch einen Ring. Nein! Ja. Den blauen Ring, Leute. Warum hatte ich blau in der Hand? Also, Lamsi, ich wünsche mir keinen blauen Ring, ja? Wie gut ist das denn? Hä, findest du wirklich? Also ich finde, ich hätte mehr Zeit gebraucht, aber 5 Sterne sind bestimmt drin. Ja, 3. Oh, trotzdem danke. Was ist, Freunde? 5 Sterne, Emily. Ein Stern sieht aus wie eine Bananipistole. Ui. Oh mein Gott! Wie schön ist das denn? 5 Sterne! Ja, das ist wirklich richtig cool. 5 Sterne. Und guck mal, wie breit Lamsi grinst. Aber warum hast du nur eine Hose an? Ein Hosenanzug? Ja, ist doch schön. Das will ich unbedingt tragen an der Hochzeit. Ist das deins, Lamsi, weil die Farbe fehlt? Wow, schau dir das mal an. 3 Sterne. Ja, von mir auch. Wir hatten keine Zeit mehr. Wie kann das denn sein? Wir hatten wieder unendlich Zeit oder so gefühlt. Aber der Ring ist schön. Ja, und die Köpfe sind auch mega schön. Oh, hä? Aber Lamsi, mach dir keinen Antrag. Der will mich nur ganz doll knutschen. Das stimmt doch gar nicht. Doch, guck, deine Lippen, die machen so... Wow! Das ist ja mal mega cool gemalt. Heirate mich, ja? Ich will, ja! Döner? Ich will auch Döner. Okay, jetzt bin ich aber wirklich gespannt in der letzten Runde. Yeah! Bin ich nicht auf den Treppen? Ich aber bin Dritter! Mit seiner Hosenanzug? Wollt ihr mich Sui. Oh mein Gott, ich bin sogar fast letzte, Leute. Ich gehe gleich weinen. Tschüss. Hallo, Emily. Warte mal, Emily, ist eigentlich die Luft da unten bei den billigen Plätzen, hä? Glauben Sie, darauf antworte ich jetzt nicht. Tschüss, tschüss. Ich gehe jetzt an einen schönen Ort. Und ich gehe Schlittschuh laufen. Wow. Also, Freunde, falls es euch gefallen hat, könnt ihr auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben da lassen. Außerdem könnt ihr in den Kommentaren ein paar Themen für noch ein Video reinschreiben. Es hat auf jeden Fall unnormal viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch. Ansonsten, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Video wieder und ciao!